Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir müssen jetzt nach Indum, beziehungsweise wir wollen nach Indum, das, die Ruhestätte des, Pilgers hier irgendwie herausfinden. Und ich habe immer noch die Theorie, der Hunter, der uns gejagt hat, dass das der Pilger ist. Und auch. Ich muss auch ehrlich sagen, dieses Infinitum Adamantum oder wie das hieß. Ich feiere diese Kombination aus den beiden Worten. Jasper Triggs. Ein Name, der bis heute Wut, Angst und manchmal Bewunderung auslöst. Nur ein Jahrzehnt nach der Gründung der Crimson Fleet im Jahr 2240 ist Jasper verschwunden. Trotz endloser Spekulationen und Verschwörungstheorien war sein Verbleib bisher unbekannt. Bisher. Neue Beweise bestätigen, dass Jasper Kriggs auf einem verlassenen Schiff im Bannock-System sein Ende gefunden hat. Was er dort wollte, bleibt ein Rätsel, doch offenbar ist er auf diesem Schiff verbarrikadiert gestorben. Wohl verhungert. Die Beweise werden genauestens analysiert, doch bisher haben selbst die größten Skeptiker keinen Grund, an ihrer Echtheit zu zweifeln. Wir wissen nun endlich, was aus Jasper Kriggs geworden ist. Okay, die Nachricht kannte ich jetzt noch nicht, oder zumindest. Weitergehen. Jo, bin ich dabei. Ja. Wie, ich finde es auch krass, wie viel wir eigentlich hier zu den Nachrichten beitragen. Aber ich finde es schade, dass hier nicht noch so Nachrichten, so Geschichten, so, die irgendwie nebenher oder so passieren. Auch, also einfach so random Geschichten einfach noch dazukommen. Dass für alles, was mit Nachrichten zu tun hat, wir verantwortlich sind. Ich fände es auch cool, dass wir dann irgendwie vielleicht sogar Quests bekommen würden, dadurch, dass wir Nachrichten zuhören. Der ist immer noch tot. Also immer noch tot, als könnte der wiederbelebt werden, einfach so. Gibt es überhaupt Waffen, die Combat-Tech nicht baut? Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Hast du vergessen, wofür die letztens noch überfordert waren? Wofür selbst wir überfordert waren? Gab es ja noch jemanden. So, einsteigen. Ich hoffe, die komplette Crew ist jetzt mit drin, ne? Wenn es nicht Jamison ist, fühle ich mich so langsam heimisch. So, sind jetzt alle drinne? Alle da? Ich gucke mal eben. Was hat sie hier gemacht? Dahingeschissen hat sie auf jeden Fall nicht, zum Glück. So, wie sieht's hier aus? Kann ich wieder alle überhaupt aufs Schiff holen? Crew? Nicht zugewiesen. Dragonfire. Sam? Auch die Dragonfire? Sarah? Dragonfire? Vasco? Die Dragonfire? Barrett können wir ja nicht mehr. Dann müssen wir den riesigen Fan. Ah, maximale Person erreicht. Okay. Warte mal. Wir können hier sieben. Warum können wir. Wir haben hier aber nur vier. Warum können wir nicht sieben da reinpacken?
So, mal gucken, wie es oben aussieht. Also hier ist noch niemand da. Aber okay, auf nach Indum. Sprich mit Andrea. Machen wir gleich. Erstmal abheben. Bringen wir den Vogel ins All. Ich finde es aber schade, dass Barrett es nicht überstanden hat. Ich glaube, das mit Barrett wird mich noch ein Weilchen mitnehmen. So, in die Richtung wollen wir. Aber ich steige einmal ab. Wenn Andrea hier ist und Sam. Und Vasco hier erstmal so feststeckt. Mal wieder. Ja, aber ich muss sagen, das Raumschiff gefällt mir mehr. Hi Sarah. Wo sind die anderen? Hier haben wir noch ein Medipack. Komm, ich will wieder zumachen. Ist niemand mehr da von denen? Niemand da, hä? Doch. Falls du irgendwo eine kurze Geschichte der Zeit findest, egal welche Ausgabe, bin ich dir ewig dankbar. Okay, wenigstens ist sie da. Wo die anderen sind, null Plan gerade. Sam, Andrea. Ah, hier. Man kann es deutlich schlimmer erwischen als bei der Constellation. So, Andrea, du wolltest mit Ah, mir hallo. reden? Hi. Danke, dass du mir die Chance gegeben hast, mit dir zu arbeiten. Wir sind uns unter ungewöhnlichen Umständen begegnet. Du scheinst dich gut in der Constellation einzuleben. Arbeitest du gerne mit ihr? Es ist auf jeden Fall etwas ganz Neues für mich. Ich denke langsam, ich wäre vielleicht lieber bei meinem Job geblieben. Die Bezahlung ist nicht sonderlich gut, aber die Leute sind in Ordnung. Die Bezahlung ist mega. Was wir entdeckt haben, hatte wohl niemand erwartet. Nun, Matteo vielleicht. Du bist zu einem wichtigen Mitglied der Organisation geworden. Das ist ein Zeugnis deiner Fähigkeiten. Zu einem Darf wichtigen? ich es wagen, nach allem, was du gesehen hast, findest du, ich passe gut zur Constellation? Wenn du das fragst, hast du vermutlich das Gefühl, dass du es nicht tust. Man muss nicht überall gut hineinpassen, das wird völlig überbewertet. Du bist zweifellos einzigartig. Reden wir ein andermal. Also, man merkt, dass sie glaubt das. Nein, dem ist nicht so. Ich kann es nur schwer quantifizieren. Viele der anderen sind höflich, aber distanziert. Ich fürchte, mein Hintergrund und meine Taten beunruhigen sie. Ich habe nicht viel erzählt, aber jeder weiß, dass ich jahrelang mit Schmugglern gearbeitet habe. Gewalt und Tod sind mir vertraut. Deine Vergangenheit scheint dich nicht groß zu stören. Manche Menschen fällt es schwer, das Unbekannte zu akzeptieren. Du hast gewiss nur getan, was du tun musstest. Klingt spaßig. Ja, ich versuche Ja, es so mal. exakt. Ich habe überlebt. Das war das einzige Ziel. Wer das nicht selbst erlebt, kann es sich nicht vorstellen und nicht akzeptieren. Die anderen haben Konflikte nur aus nobleren Gründen erlebt.
Wladimir ist der Einzige hier, der es ein wenig verstehen kann. Er hat die anderen auch überzeugt, mich aufzunehmen. Mir fehlt sein Charme. Er hat eine beruhigende Wirkung. Ich wohl eher das Gegenteil. Charme ist nicht alles. Du hast mich unterstützt, das ist alles, was zählt. Gib nicht so viel darauf, was andere über dich denken. Flirten, vertrau mir, du hast viele Qualitäten. Hast du mal versucht, mir Witze zu erzählen? Ich versuch mal das. Ich habe kein natürliches Gespür für Witze, wie manch anderer. Jeder Versuch löst nur betretenes Schweigen aus. Ach, Charme ist nicht alles. Nein, aber es macht scheinbar alles viel, viel leichter. Das beneide ich. Ich weiß, es mag trivial erscheinen, vielleicht kindisch. Ich war einfach immer auf mich allein gestellt. Ich war nie zuvor derart von Menschen umgeben. Von einer Gruppe, zu der ich gerne gehören möchte. Verstehst du? Ich war auch immer ein einsamer Wolf. Finde das gar nicht kindisch. Er liebt mich, also hatte ich nie Schwierigkeiten, irgendwo dazu zu gehören. Hör auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen. Nee, ich bin eigentlich auch eher ein einsamer Wolf. Und doch arbeiten wir jetzt zusammen. Und zwar, wie ich finde, sehr gut. Es fällt mir schwer, über diese Dinge zu sprechen. Ich hoffe, du verstehst jetzt etwas besser, warum ich die Umstände unseres Treffens geheim halten wollte. Ich wollte mich bedanken, dass du Wladimir nichts gesagt hast. Du warst dir unsicher, was ich verstehen kann. Ich bin froh, dass du dich dagegen entschieden hast. Es würde mir nur noch mehr Sorgen bereiten. Es war keine große Sache. Und jetzt bist du mir was schuldig. Es war dir offensichtlich wichtig, dass ich nichts sage. Das war es. Und du verstehst nun hoffentlich, warum. Danke für dieses Gespräch. Es ist schön, dass zumindest ein Mitglied der Constellation mich versteht. So, okay. Dann auf nach Indom, es sei denn, Sam hat noch was zu quatschen. Sam ist nicht da. Und wie sieht's aus? Indom. Geht's los? Die neuen Koordinaten sind perfekt. Sternblüter gehen jetzt wieder. Sternblut Guardian. Warte mal. Versuch mal zu wenden. Yo. Okay, den haben wir. Wo ist der andere? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich gerade echt nicht bewegen. Was ist denn da los? So, jetzt. Sie haben Ihren Antrieb verloren. Okay, was war das denn jetzt gerade? Ich konnte mich jetzt auch kaum bewegen. So, einmal reparieren alles. So, Ruhestätte des Pilgers. Da gibt es eine Scanner-Anomalie.
Gehen wir zuerst dahin. Wenn da eine Anomalie ist. Vor allem die Sternblüter sind auch verdammt nah. Runter mit uns. Verlassen. Ausgerüstet und bereit. Kraft aus dem Jenseits in Dom 3. Meine Hilfe. In welche Richtung muss ich denn gehen? Da hinten wieder Scanner. Okay, ich weiß nicht, welches Tier das ist. Süße Kannisrebe. Oh, Giftgas. So, komm einmal durchs Dunkel hier. Hallo. Benzol. Okay, wir müssen aber in die Richtung. Oder? Wo wird's krasser? Okay, es wird da schon krasser. Autsch. Das heißt schon in die Richtung. Nein, jetzt steck hier unten fest. Ja, wir kommen näher. Was sind das für leuchtende Dinger? Komm hoch, 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 hoch. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Aber gleich habe ich wieder eine Verstauchung. Oder vielleicht sogar einen ganzen Bruch. Ich glaube, ich sehe das da vorne schon. Wasser. Krötenkopf, Graser. Irgendwas Nützliches muss es hier doch geben.
Uran. Und was haben wir da? Beryllium. Ah, da haben wir es. Okay, dann gehen wir da mal rein, holen uns, was auch immer da gibt's für eine Kraft. Tempel Vieh. Ah. Wann dieses Gebäude wohl errichtet wurde? So, komm, gib mir deine Kräfte, ja? So, und hier nochmal, komm. Wir müssen den ja richtig schnell hinkriegen. Hä? Na komm, hier oben nochmal. Warte, kann es sein, dass das auch, dass man da auch die Falschen treffen kann? Ich glaube, man kann hier auch wirklich die Falschen treffen. Oder wenn man die zu spät erreicht, dann wird das Ding wieder langsamer. So, gib mir deine Kräfte. Hütervieh. Ich verprügel den einfach mal.
So, kann ich einfach so zum... Ja, machen wir eine Schnellreise dahin. Dann müssen wir einmal kurz abheben und dann wieder runterfliegen. Wenn du startbereit bist. Ja, wir heben ab. Wir haben von hier alles, was wir wollten. Fluglaufbahn berechnet. Wir sind im Orbit. Was jetzt? Ja, genau. Wir wollten jetzt hier. Tempelvieh. Ist jetzt da nun umgesiedelt. Mining-Außenposten, ziviler Außenposten. So, da will ich hin. Dann landen wir da jetzt. Ey, ich will jetzt aber wirklich wissen, wie es hier, was es mit dieser Allheit zu tun hat. Das. Landung eingeleitet. Dieses Piepen gerade. So, und verlassen. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Ja, wir suchen jetzt die Ruhestätte, die hier irgendwo sein soll. Hier haben wir wieder Uran. Hier ist aber auf jeden Fall ein Wüstengebiet, so wie das aussieht. Gibt es hier einen Mond, der leuchtet, der nachts im Dunkeln so leuchtet, den man sehen kann? Die haben hier keinen Monde. Boah, das wirkt für mich auch ein bisschen so wirklich fremdartig. So ungewohnt. Ein Planet ohne eigenen Mond. Hat der eigentlich einen Mond? Der hat keinen eigenen Mond. Okay. Boah, das finde ich schade. Das finde ich traurig. Der hier hat dafür. Indom 1 hat dafür einen Mond. So, warte mal. Flora, Fauna und Wasser hat nichts. Okay, das ist quasi der lebensfreundliche von denen. Und was wäre dann Indom 3? Das hier. Was stand da? Wassersicher. Wasserchemisch? Wassersicher? Wassersicher? Was sind hier? Vor allem, der hat hier einfach mal drei Gasriesen mit so einem Ringsystem. Wasserschwermetall. Wassersicher. Wasserradioaktiv. Hier wassersicher. Gasriese, okay. Gehen wir mal weiter. Aber ich sag mal so, ich habe vor, mit euch definitiv noch die ganzen Planeten hier mal zu erkunden. Was kommt denn jetzt hier? Oh nein. Ausgerechnet, die müssen jetzt kommen.
Der greift mich an? Ernsthaft? So, was hat es jetzt aber mit denen da hinten auf sich? Dass die jetzt hier hinterher gekommen sind. Die machen ja schon gezielt Jagd auf uns, habe ich das Gefühl. Okay, ist nicht nur ein Gefühl, hatten die selber gesagt. Die Sternblüter. Was sind denn das überhaupt? Sind das Menschen? Sind das eine Alienrasse? Was sind die Sternblüter? Haben die auch ihren Ursprung von der Erde? Oder kommen die von ganz woanders? Was zur... Ist das dessen Lager? Ich würde das hier gerne eigentlich klauen wollen. Ist das von denen Pipeline-Endstelle? Steuerkonsole? Der Frachtlink ist nicht aktiv. Okay, hier könnte man rein theoretisch auftanken. Was ist denn das für eine Hütte? Chicken Tikka. Nice. Anscheinend darf ich hier alles mitnehmen, ja? Hier liegen nochmal Credits und eine Karotte. Okay, hier kann man übergangsweise pennen. So, wo sind eigentlich die Sternblüter jetzt hin, die hier vorhin waren? Die sind hier auf jeden Fall irgendwo hingelaufen. Da hinten. Zumindest einen sehe ich noch.
Sternblut. Kann ich den ausrauben? Ich will es mal riskieren. Wie nah kann ich an ihn ran? Und waren die nicht gerade noch zu dritt? Wo ist denn der Rest hin? Komme ich überhaupt an ihn nah genug ran? Dass wir ihm noch nicht aufgefallen sind. Finde ich auch schon ein bisschen heftig, ein bisschen krass. Aber wo will der hin? Okay, der will die jetzt mal kaputt hauen. Löscht sie aus. Okay, den finde ich lustig ein bisschen. Ja, wir kommen immer näher. Interessant. Genau. Das Unendliche wartet. Okay, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn leider nicht ausrauben. Finde ich schade, dass ich nicht ausrauben konnte. Aber ey, ich fand das erst lustig, ihn mal hinterher zu laufen. Ist auch ein weites Stück, dass wir jetzt mit ihm gelaufen sind. Und das Schiff bleibt da auch noch. So, nachladen müssen wir auch noch. Aber dass die gleich hier hingekommen sind. Da war irgendwas. Kurz rot. Ah, da muss ich hin. Die Ruhestätte. Ruhestätte des Pilgers. Sieh dir das alles an. Wer auch immer hier gelebt hat, hat sich offenbar langfristig eingerichtet. Ja. Aber hier ist auch alles kaputt.
Chaos. Aufzeichnung des Pilgers 2. Hier ist die Krux. Um etwas zu erreichen, bin ich auf andere angewiesen. Ich brauche Assistenten, Arbeiter, Unterstützung. Dann stellen sie immer Fragen und ich kann mir einfach nicht helfen. Es fängt ganz unschuldig an. Wie kann ein Wissenschaftler zugleich an das Göttliche glauben? Oder ihr Geist ist selbst in irgendeinem idiotischen religiösen Überbleibsel gefangen. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Das ist meine Schwäche. Ich will, dass sie es verstehen. Also versuche ich, so sanft wie möglich, sie auf den rechten Weg zu führen. Und dann geht es immer so weiter. Leider nur liegen mir diese Leute wirklich am Herzen. Würden sie es nicht, wäre es so viel leichter. Das war Tagebuch Fragment 2. Von wie vielen? Toxin. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. Credits. Fädelhelm Tiefminen. Schmierstoff. Da haben wir noch eins. Aufzeichnung des Pilgers 1. Die leichtgläubige Einfalt der Menschen verblüfft mich immer wieder. Meine schlimmsten Instinkte, der böse Geist, bringen mich dazu, sie zu verachten. Doch dann fällt mir ein, dass ich in etwas eingeweiht bin und sie nicht. Ich kann und sollte sie nicht wegen ihrer mangelnden Vision verurteilen, da ich wohl weiß, dass die Scheuklappen sie blind machen. Schließlich trug ich sie einst selbst. Für ihr Wohl hoffe ich, dass sie eines Tages verstehen, doch für mein Wohl möchte ich in Ruhe gelassen werden. Ich fange jetzt mal hier an. Warum auch immer Chunks Kartoffeln auf dem Klo sind. Gelangen in den verschlossenen Raum. Alien-Eintopf. Hier haben wir schon mal 5. Okay, es gibt schon mal 5. Das ist jetzt der dritte, den wir haben. Ich erwische mich dabei, wie ich verschiedene Vergangenheiten und mögliche Zukünfte denke. Ich stelle mir vor, wie ich den Weg weiter beschreite, weiser werde und mich weiterentwickle. Ich stelle mir vor, wie ich ein weiteres Mal den Schritt in eine andere Welt mache, um alles von vorne zu beginnen. Was mir dabei auffällt, dieser Weg scheint mir erfreulich. Jeder Schritt ist eine intrinsische Belohnung. Intrinsische Belohnung. In dieser Zukunft sehe ich in vorfreudigem Vergnügen eine erfülltere Version von mir. Um der Gesamtheit aller Möglichkeiten willen, stelle ich mir dann einen anderen Weg vor. Was, wenn ich zur Ruhe käme, nicht mehr nach meiner eigenen Kraft strebte? Was, wenn ich auf die Stiche des Mitgefühls in meinem Herzen hören würde und mich um all die kümmern würde, die sich stets um mich versammeln? Was, wenn ich einfach nur leben und lernen würde, um andere zum Licht zu führen? Wenn ich sterben würde? Dieser Weg scheint ebenfalls erfreulich. Diese Version von mir ist in dieser Zukunft auch erfüllt. Einen Unterschied aber gibt es, wenn ich aufhöre, an meinen eigenen möglichen Ruhm zu denken, schwindet das Vergnügen fast sofort. Wenn ich bleibe und etwas aufhöre, bleibt dieses Gefühl bestehen. Etwas daran ist bleibender, erfüllender. Ich weiß nicht, was dieser Unterschied bedeutet, doch ich bin dankbar, dass ich mir die Zeit für diese Gedanken genommen habe. So, benutzen. Persönliches Zimmer entriegeln. Wenn dich die Suche nach der richtigen Antwort hergeführt hat, kennst du auch die richtige Frage. Wovon redest du? Wie öffne ich diese Tür? Wo ist das Essen? Was ist die Allheit? Ich glaube, das ist es. Ich erwidere deine Frage mit einer anderen. Wenn du meine Aufzeichnung gelesen hast, beantworte das. Was ist die Last der Menschen? Menschen sind nötig, aber auch wahnsinnig. Sie sind zu schwer, eine Diät wäre angebracht. Wir scheinen uns immer nur gegenseitig zu bekämpfen. Das ist eine Antwort, aber nicht meine Antwort.
Finde meine Aufzeichnung und lies sie aufmerksam. Okay, es fehlen noch Aufzeichnungen. Kommen wir in das Gebäude da eigentlich rein? Jo, hier kommen wir auch rein, okay. Dann muss es hier auch noch Aufzeichnungen geben, die wir lesen müssen. Da. Aufzeichnung 4, Credits, Dichtmittel. Endlich Frieden, ein bisschen Frieden. Reicht das schon? Ist das komisch? Warum versuche ich, komisch zu sein? Haben Sie mich endlich in den Wahnsinn getrieben? Gibt es einen Unterschied zwischen einem schriftlichen und einem mündlichen Selbstgespräch? Ersteres scheint akzeptabler als letzteres. Noch einmal, mein Geist ist mein eigener. Wenn er existiert, reicht das schon, um an alles andere zu glauben. Die Allheit hat mich wiederhergestellt. Diesmal handle ich allein, fürs Erste. Ich bin mir ein ausgezeichneter Gegner. Das hätte ich wissen sollen, aber glücklicherweise zählt Eitelkeit nicht zu meinen Sünden. So oder so verbringe ich die Zeit in Einsamkeit mit einem schwerkranken Mann. Oder was auch immer aus mir geworden ist. Ich mag diese Person nicht. Okay, das fand ich cool. Polymer. Und hier haben wir noch ein Aufzeichnung des Pilgers 3. Heute fragte mein Assistent mich mit sanfter Stimme, ob es irgendetwas gibt, das über der Allheit steht. Ich gab mir so große Mühe, nicht zu brüllen, weil der dieser Frage zugrunde liegende Irrtum so gewaltig ist. Aber er klang ehrlich und ich antwortete, so gut es ging, doch wenn selbst mein engster Vertrauter nicht einmal die simpelsten Grundlagen dieser Wahrheit begreift, warum gebe ich mir dann überhaupt die Mühe, es zu erklären? Jedes Wort aus meinem Mund wird verschlungen, falsch gehört, falsch erinnert, missverstanden und fehlübersetzt, noch bevor ich den Irrtum aufklären kann. Menschen sind nötig, aber auch Wahnsinn. Ich wollte mich zurückziehen, alleine aufbrechen, auf meine eigene Weise mit der Allheit verkehren, doch sie folgten mir, was auch sonst. Okay, ich glaube, ich habe alle Bücher. Ich glaube, ich habe auch alle Antworten dann. Persönlich Zimmerriegel. Was ist die Allheit? Menschen sind nötig, aber auch Wahnsinn. Wer ist dein größter Gegner? Ich selbst. Was ist die Quelle dauerhafter Zufriedenheit? Wachstum, besser und stärker werden, ein kühler Drink an einem warmen Tag, innehalten, Offenheit und Mitgefühl. Du kamst hierher, um die wahre Bedeutung der Allheit zu finden. Wenn das noch immer dein Ziel ist, findest du im nächsten Raum einen letzten Teil von mir. Ich habe meine einzig wahre Antwort vor langer Zeit gefunden, wenn auch nicht auf die Art, wie ich es erwartet hatte. Ich hoffe, deine Reise führt dich zur Wahrheit. Letzte Aufzeichnung des Pilgers. Ich kenne die richtige Antwort nicht. Vielleicht erfahre ich sie nie. Mittlerweile aber macht mir das kaum noch etwas aus. Je länger ich hier bin, in dieser Welt und dieser Zeit, desto klarer wird, dass ich genau hier sein sollte. Dieses Mal wird es anders. Es geht nicht mehr um mich, weshalb ich nicht fliehen muss. Ich kann etwas Eigenes aufbauen, anstatt mich mit etwas herumzuschlagen, das andere in meinem Namen erschufen. Es kann von Nutzen sein. Diese andere Person lasse ich zurück. In dieser Welt gibt es keinen Platz für sie. Sie soll sterben. Ich werde leben, um das gesegnete Universum zu erleuchten. Dies ist das Ende meiner Reise. Doch um alles zu wissen, musst du den Anfang kennen. Auf Hyla 2 verbirgt die Insel den Skorpion und der Stachel des Skorpions verbirgt die Wahrheit. Auf Hyla 2, Boom Pop Cola. Können wir dann rausnehmen. Credits. Hier ist noch ein Tracker-Leitfaden. Noch ein Digi-Dietrich, nice. Okay, seine Reise begann also auf Hyla 2.
Okay, jetzt frage ich mich wirklich, wer ist jetzt der Pilger? Der Hunter ist er dann also doch nicht. Wo ist denn Sarah? Da hinten. Moment. Pipeline Endstelle? Kühler 2? Ist das noch hier? Eine Oberflächenkarte bitte. Wo schickt das mich hin? Da ist mein Schiff. Dann machen wir so schnell rein zum Schiff. Ich habe mich jetzt gefragt, wo schickt das Ding mich jetzt hin? Wirklich, also ich renne da hin, weil ich gedacht habe, da hinten. Bereit zum Abflug. Ja, sind wir. Der Antrieb schnurrt. Also los. Orbitalposition erreicht. Wir sind wieder im All. So, immer noch nicht alles repariert hier. Wie lange brauchen die denn dafür? Reisen wir mal dahin. Schalte auf Standardantrieb. So, Hühler 2. Wo ist jetzt Hühler 2, um genau zu sein? Okay, hinter Krux. Serpentis. Leonis. Nira. Rutherford. Moloch. Bara. Celebrei. Heisenberg. Schrödinger. Ich finde es aber krass, wie viele Planeten hier es jetzt gibt. Warte mal, welche Stufe ist das? 40? Ja gut, oh! Ein Dreifach-Sternsystem haben wir hier. Gleich hinter Bannock. Und so, was sind das hier eigentlich für eins? Das ist ein Bohr. Ich frage mich aber, was ist wirklich hier das weiteste Sternsystem, das man finden kann? Ich glaube, Bohr ist schon wirklich das am weitesten entfernte. So, uralte Ruinen, verlassene Farm, autonome Fabrik von Dockstar. Gut, wollen wir da mal landen.
Hey, ich will es jetzt wirklich wissen. Also, das ist jetzt mit dem Dude sehr, sehr spannend. Achtung, Bodenkontakt. Und verlassen. Ich hoffe, hier gibt es Sauerstoff. Hallo. Okay, hier gibt es Sauerstoff. Pferde, Zungengesicht. Achso, normales Raumschiff ist das. Vor allem, wir können das auch schön sehen, wie die von hier aus. Alter, wie viele sind denn das? Eine ganze Armee von dieser Herde. Einfach um uns herum. Aber egal, wir machen hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.